Der Solarpark Vogtsburg in Baden-Württemberg ging jetzt offiziell ans Netz. Das Besondere: drei Viertel des 14 Hektar großen Sonnenkraftwerks mit über 30.000 Solarmodulen sind durch eine Bürgerenergiegenossenschaft in Bürgerhand. Also wir können für uns heute sagen, dass wir mit dem Ergebnis sehr zufrieden sind, dass die Gemeinde wirtschaftliche Wertschöpfung hat, einmal durch die Pacht, das haben aber auch die privaten Eigentümer, aber auch durch Steuereinnahmen. Die privaten Eigentümer haben entsprechende Wirtschaftlichkeit mit der Verpachtung. Wir haben Rahmenbedingungen, die auch von der Planung her gesetzt sind. Wenn Sie die Anlage sehen, sie ist sehr flach. Sie wird entsprechend eingegrünt. Das heißt, auf der Ebene sehen Sie die Anlage später gar nicht mehr. Und es sind alle Rahmenbedingungen, die von Umwelt und Planungsrecht grundsätzlich entsprechend auch vorgegeben sind, sehr gut umgesetzt und erfreulich, dass unsere Zielvorgabe, zum einen natürlich eine solare Freiflächenanlage zu errichten, in dieser Größe auch zu errichten, dass dies hervorragend gelungen ist, dank unserer Partner F&S. Ich darf das an der Stelle sagen, das war für uns sehr wichtig, dass wir einen erfahrenen Partner haben, der es trotz widriger Umstände verstanden hat, wirklich diese Anlage im Allzugtempo zu errichten und es auf einer sehr guten fachlichen Grundlage. Uns war wichtig, dass der Investor auch mit im Boot ist, dass er auch in der Beteiligung der Gesellschaft ist, sprich, dass er ganz einfach auch ein eigenes Interesse hat vor Ort, dass das Ganze nicht nur gut gebaut wird, sondern dass es natürlich auch entsprechend betrieben wird. Bereits vor dem offiziellen Startschuss hat die Anlage schon kräftig sauberen Sonnenstrom produziert. Trotz schlechter Witterung wurden bereits 352.000 Kilowattstunden Strom ins Netz eingespeist. Wir gehen also davon aus, und das bestätigen auch die Gutachten, dass dieser Park pro Jahr über 8,8 Millionen Kilowattstunden Strom produzieren wird. Und deshalb kann man auch getrost davon sprechen, dass es sich um ein Kraftwerk handelt. Denn das sind Dimensionen, Bürgermeister Schweizer sprach es eben schon an, eine Dimension, mit der wir 2245 Haushalte dauerhaft mit Strom versorgen können. Und was uns persönlich sehr freut, denn wir machen das natürlich zu einem Großteil aus wirtschaftlichen Interessen, aber auch zu einem guten Teil aus ideellen, ist, dass hier die Energiewende an sich tatsächlich so gelebt wird, wie das im Ursprung mal vorgesehen war. Dass also Bürger sich direkt an Projekten beteiligen. Vor 10, 15 Jahren war das Thema Energiewende in aller Munde, man wollte es unbedingt umsetzen. Tatsächlich haben wir aus Deutschland die Energiewende in die ganze Welt getragen. Ich war in den letzten 2 Monaten in unseren Niederlassungen in Rom, in Bukarest, in Ankara. In diesen Ländern explodiert derzeit der Solarmarkt. Überall hat man sich darauf eingestellt, große Solarkraftwerke zu bauen und die Energieversorgung im Land dauerhaft mit Solar zu unterstützen. Ich freue mich natürlich auch, dass die Ergebnisse dieses Solarparks den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde zugute kommen und deshalb kann ich diesem großen Vorhaben nur viel Erfolg wünschen.